meine Lieben, ich habe gestern Abend ein Battle gehabt. Entsprechend heute den ganzen Tag hier draußen mal kurz Essen holen gewesen, dann im Bett rumgammeln. Da habe ich gesehen hier Dirty Talk mit Shindy, neues Format von Shirin David anscheinend. Ich habe das mal angefangen und bin dann sofort aus dem Bett raus nach 2 Minuten und habe mich hier hingesetzt, weil da würde ich gerne was zu sagen. Es sind beides Menschen, die, also Shirin David, erstmal zum Positiven. Shirin David ist maximale Battle Rap Supporterin. Ich finde die auch sympathisch auf jeden Fall. Natürlich ein bisschen gekünstelt so, also was das Image angeht. Aber ich glaube vom Herzen her nicht. Ist, glaube ich, eine ganz Liebe, die auch ein gutes Produkt erschaffen hat. Also sind ein paar geile Songs, ein paar geile Videos rausgekommen auf jeden Fall, die man sich geben kann so. Shindy ist meiner Meinung nach, also in meiner persönlichen Top 10 auf jeden Fall, vielleicht sogar Top 5 Deutschrapper of all time. Und jetzt kommen wir einmal ganz kurz zu dem, was die sich da gedacht haben. Also ein Talkformat mit Shirin David, also von Shirin David moderiert. Scented Candles in the Background. Mir fällt gerade auf, so sehen voll viele, also bis auf das Dirty-Schild sehen so voll viele Thumbnails von Hornos aus, die ich gerne gucke. Dich ganz herzlich willkommen zu meiner Schönes Kleid auch. allerersten Folge vom Dirty Talk Podcast. Und ich habe mir natürlich schon ganz lange überlegt, welcher Special Guest in der allerersten Folge von dieser unfassbaren Show. Ey, ich wollte noch ganz, ich glaube, wer auf jeden Fall noch auf dem Arbeitsmarkt gerade suchend ist, ist auf jeden Fall der, der ihre Haare verkackt hat. Also die ist ja vor, ich weiß nicht mehr, wann das war, die hat, also irgendeiner hat da hart reingeschissen. Die hat wahrscheinlich, das haben ja voll, ist bei voll vielen Frauen so, die haben nicht die gesündesten Haare mehr, wo auch noch immer das liegt. Manchmal so ein bisschen brüchig bis hier oder bis hier und dann werden halt Extensions reingeballert. Und wenn man sie jetzt so sieht, sieht man auch, wo die Haare, also wo die gesunden Haare so ein bisschen aufhören. Das ist dann hier so. Ist ja alles in Ordnung. Aber ich glaube, einmal hat da jemand auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Die ist, weil es gab ja mal vor so einem halben Jahr oder so, hat die so kurzes spiky Hair irgendwie gehabt. Da sah die aus wie der Typ von hier. I'm your Firestarter. You make me Firestarter. So sah die ein bisschen aus. Prodigy oder wie die heißen. Da ist auf jeden Fall einer für über den Jordan gegangen. Da hat die auf jeden Fall bestimmt jemanden gefeuert für den Fehler, für den groben Fehler, für den die ja heute immer noch irgendwie, weil vorher war ja Volumen und so, da war ja alles noch. Und, aber dieser Step zu diesen kurzen Haaren, ich glaube, da ist auf jeden Fall jemand für geopfert worden, weil das geht nicht. Du kannst nicht von jemandem, der so perfekt erscheinen will und gemacht aussieht, die Frisur verkacken. Haare, Frauen und Haare sowieso ein ganz, ganz fieses Thema. Ich glaube, der wird so schnell keinen Job mehr finden. Bei mir zu Gast sein muss. Und deswegen habe ich mir jemand ganz Besonderes ausgesucht. Sein babyblauer Bentley passt perfekt zu meiner rosa G-Klasse. Sein Gemüse holt er bei Prada und er hat einen Bachelor in Tiefenentspannung. Er ist. Okay, also das Intro wurde geschrieben. Nicht so geil vorgetragen auch. Also es hört sich halt so ein bisschen abgelesen an, ne? Aber wer weiß. So fresh und so clean, sein Konto voll Cream und begrüßt bitte mit mir den schönsten Rapper Deutschlands, Shindy. Der schönste Rapper Deutschlands. Ich finde Contra K sieht noch gut aus. Boah, Jamule sieht übertrieben gut aus. Ich finde Nimo sieht auch krass gut aus. Wer sieht denn noch gut aus? Ja, ich finde, das sind so schon die. Reezy sieht auch nice aus. Schönst, also vielleicht der gepflegteste, der gemachteste. Ich weiß nicht, also Shindy sieht schon cool aus. Auf jeden Fall. Auch schon seit Jahren. Der war ja auch Trendsetter früher und ist auf jeden Fall ein hübscher Junge. Mit dem Botox weiß ich gar nicht. Also ich sehe da jetzt gar nicht unbedingt was. Aber ist so auf jeden Fall. Ich finde, das Intro kann man schon so wählen, auf jeden Fall. Ja, da ist schon so, da hat man schon das Gefühl, da fehlt ein bisschen was. Ne? Gekünstelten Applaus, irgendwas. Der Einmarsch ist ein bisschen lang. Oh, dafür, dass da nichts passiert. Und auch schön, wie er sich am Hemd rumt. Das heißt übrigens, Cynic macht Auge. Ne? Nicht wundern, dass ich hier auf alles eingehe. Das Format heißt so. Das ist meine Art und Weise, wer die Battle Rap Reactions nicht kennt. Wer mich jetzt zum ersten Mal sieht und sich denkt, warum macht er so oft Pause? Warum sagt er zu allem was? Darum geht's hier.
schön, wie der sich am Hemd rumzuppelt. Ich kenne das selber von der Passform her und so, dass das ein bisschen cooler aussieht, weil wenn es jetzt nur baumeln würde, wird es nicht so nice aussehen. Macht er gut. Ich frage mich auch, ob das ein One-Take war, ob der so gedacht hat, na, war nicht so lässig, da muss ich nochmal. Es geht auch lässiger. Shirin freut sich auf jeden Fall. Kann ich auch nachvollziehen. Ich würde mich auch übelst freuen über ein Shindy-Interview, weil ich finde den wirklich krass. Oh, so richtig schüchtern. Aber ihr wart doch schon essen vorher in Berlin auch. Na, alles klar. Danke für das wundervolle, äußerst schmeichelhafte Intro. Oh, das ist ein bisschen außer Atem, hä? Ist ja wie beim Festival. Danke für das Intro. Das ist anstrengend, so lässig hier runterzulaufen. Alles klar. Danke für das wundervolle, äußerst schmeichelhafte Intro. Ich glaube, wenn alle Leute so schöne Intros hätten, dann würde ich vielleicht ein paar mehr Interviews geben. Er kommt rein, er setzt die Statements. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr, danke schön. Ich feiere das halt extrem, muss ich sagen. Es ist echt wunderschön. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera auch so rüber. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen. Es sieht unglaublich aus. Dankeschön. Gerne. Ja, kann mal einer sein Mikro lauter drehen? Ich glaube, die haben ja wohl einen Soundcheck gemacht. Da muss doch schon bei rumgekommen sein, dass der es für nicht cool erachtet, wie ein normaler Mensch, also auf normale Lautstärke zu reden. Oder vielleicht ist er auch heiser, kann auch sein. Was genauso schön aussieht, ist auf jeden Fall dein Outfit. Und ich Danke, danke. würde als Vielen Dank. allererstes einmal mal über dein Outfit sprechen. Was hast du an? Ich würde sagen, ich fange einfach mal oben nach unten an. Das ist eigentlich ein relativ unspektakuläres 2 $ Pro Club Shirt. Das Besondere daran ist eigentlich nur das Airbrush da drauf. Das ist einer meiner Lieblingskünstler namens Nate Dogg. Ich hatte auch einen Song mit ihm. Das war übrigens ein kleiner Traum, den ich mir erfüllt habe. Und ja, das ist so ein Airbrush Memorial Tee, wie man es aus den USA kennt. Nate Dogg, absoluter Hook-König auf jeden Fall. Kommt unfassbar. Dankeschön. Bei der Nobody. Hose, ehrlich gesagt, bin ich sogar fast ein bisschen überfragt. Er hat mir irgendwann meinen Stylist einfach geschickt und ich habe einfach sofort Go gesagt. Oh, der Herr hat einen Stylist. Ich finde das Outfit überfresh. Ich finde, also ich finde auch die Farbe ist gar nichts. Also das finde ich keine Fehler dran. Ich finde das Outfit auch. Der rockt das auf jeden Fall. Klar kann man sich über rosa Hosen streiten, aber ich finde, also was mein Auge sagt, ist, dass das passt, was der da anhat. Das sieht cool aus. Ja, ich will dazu auch gar nichts Falsches sagen. Ich finde sie einfach crazy. Pink sowieso mein Favorite aktuell und die Sneaker sind einfach ganz classy. Chanel. Coco Chanel, man kennt sie. Yes. Und bitte lass uns auch über deinen Schmuck sprechen. Sehr gerne, wobei es da gar nicht so viel zu sagen gibt. Bracelet und Kette habe ich mir irgendwann einfach anfertigen lassen und die Uhr ist eine Patek Philippe Nautilus 5712 1R. Ich hoffe es. Bin ich der Einzige, der die Uhren nicht schön findet? Die sind, ist das hier Richard Mille und Patek Philippe? Ich find das, aber ich habe auch einen anderen Uhren gesprochen, aber ich finde, das sind keine schönen Uhren. Geht es da mehr so um dieses, weil man weiß, wie teuer die sind? Weil oft ist ja bei Uhren auch so, jeder hat ein anderes Verständnis, aber für mich zum Beispiel, wenn ich Überkohle hätte, würde ich mir halt, aber weil es auch mein Geschmack ist, würde ich mir halt die teuerste Uhr holen, die es halt gibt in dem Style. Schönes Lederarmband und so ein dezentes Ziffernblatt, so, weiß nicht, vielleicht Roségold oder irgendwie so, aber kein Chronographen halt oder nichts, wo irgendwie so ganz viele Layer drin sind, wo man zu viel Zeiger sieht oder wo ein Schriftzug so classy, irgendwie classy. Ich habe also die Uhren, die ich bis jetzt gesehen habe, von Patek Philippe oder Richard Mille, von den Rappern, die fand ich alle super klobig und also schön fand ich die nicht. Vielleicht haben die so einen krassen Wiedererkennungswert und die sind halt irgendwie teuer, aber die sind, glaube ich, schweineteuer, ne? Das ist richtig. Ich hoffe, die Uhrenkenner lachen jetzt gerade nicht, aber ich glaube, es war fast korrekt oder korrekt. Und das, meine Damen und Herren, das sind Facts. Das waren Gerne, gerne. unfassbar. Hä? Was sind Facts? Ist korrekt oder korrekt? Und das, meine Damen und Herren, das sind Facts. Das war ein Gerne, gerne. unfassbares Intro. Ich glaube, das war eines der besten Outfit-Checks, die ich gesehen habe. Details, persönliche Story, auch mal keine Ahnung, wo eine Brand ist. Ich lieb's. Dankeschön, aber dein Outfit ist auch echt unglaublich, muss ich sagen. Und Okay, bin ich der Einzige, der gerade Gänsehaut hat? Das ist so, das geht in Richtung, da wird einem unwohl, ohne jetzt nicht cringe zu sagen, aber da wird einem irgendwie unwohl.
Das sind Facts. Das war wirklich das beste, der beste Style-Check, den ich jemals gesehen habe. Ich lieb's doch. Danke, aber dein Outfit ist auch unglaublich. So sagt man doch. Wenn irgendwas unglaublich ist, sagt man das doch gar nicht so. Hast du das gesehen? Ja, Mann, es war unglaublich. Sag doch, es war unglaublich. Es war unglaublich. So, dein Outfit ist auch unglaublich. Ich finde ihr Outfit auch, also die Haare sind... aber ich finde dieses Kleid und die Schuhe, das ist schon nice. Ich find das Halsband finde ich nicht so geil. Ich bin generell auch kein Fan von Halsbändern. Ich finde, da hätte es eine schöne, feine Kette hätte es da auch getan. Aber das Kleid ist, glaube ich, brutal. Sitzt auch, glaube ich, wie eine Eins. Schuhe sind auch fresh. Aber muss der jetzt das Kompliment zurückgeben oder ist das so? Und ich würde gerne auch einen Outfit-Check machen, ehrlich gesagt, wenn du einfach ein bisschen erzählen könntest. Okay, same. Ja, da hat er gerade gesagt, ehrlich gesagt. Ich würde gerne auch einen Outfit-Check machen, ehrlich gesagt, wenn du... Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es von ihm ausgeht, dass er das gerne machen würde. Also der sieht ja nicht die und denkt sich so, boah, ich würde so gerne wissen, wo die das her hat. Weil wozu? Das sind doch Frauenklamotten. Was willst du jetzt? Inspo für deine eigene Olle oder? Einfach ein bisschen erzählen könntest. Okay, say no more. Hey, wo hast du denn? Hey Maus, wo hast du denn die Schuhe her? Die sind ja voll schön. Interessiert einen Toten. Unterwäsche Hunkemöller von 2003. Okay, Werbung. Vintage, Dolce & Gabbana, wie wir tragen. Vor allem Unterwäsche, geil, sieht man gar nicht. Was hat denn Shindy für Unterwäsche an? Würde ich voll feiern, wenn er in so einem Outfit reinkommt. Patek Philippe und einfach so eine LOGG-Unterhose. Von H&M oder was das ist. Only Vintage Dolce & Gabbana. Und nochmal für alle Versace Perms an den Schuhen in Baby Pink. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Ist das unangenehm? Ist das Anti-Gesprächsflow? Lass uns das nochmal richtig genießen. Wie schlecht das ist. Wie ist denn dein Outfit? Dein Outfit ist unglaublich. Unterwäsche, die man nicht sieht. Hunkemöller, ist auch keine geile Werbung. Es ist einfach nur ein Name-Dropping. Man sieht es ja nicht. Only Vintage Dolce & Gabbana und Versace Perms. Oh, yeah. Alle Versace Perms an den Schuhen in Baby Pink. Wow. Yeah. Wow. Crazy. Da. Kann das mal bitte jemand? Wow. Yeah. Wow. Crazy. Machen die da? Da muss doch irgendjemand hinter der Kamera sagen, Cut. Sag mal, könnt ihr nicht wie normale Menschen miteinander reden? Was ist das hier? Ein Adlib-Wettbewerb oder was? Wow, shit, ja. Wow, crazy. An den Schuhen in Baby Pink. Wow. Yeah. Wow, crazy. Das wünsche ich mir übrigens von allen von euch. Bitte jetzt einmal in den Kommentaren. Wow, crazy. Wie geht's dir? Was machst du? Lange nicht gesehen. Ich glaube, die Leute stimmt, haben sich gefragt, wo mir ist geht's er? Eigentlich, mir geht's eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen heiser wegen meinen Tourvorbereitungen. Okay. Ich glaube, das Interview, der Podcast kommt erst nach Tourauftakt, aber ich bin jetzt, glaube ich, 5 Tage vor Tourauftakt in Berlin. Gestern war der Tourauftakt in Berlin und man muss leider sagen, der Vorverkauf war eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hassen mich jetzt Leute dafür, die in seinem Umfeld sind, aber ist ja einfach nur Real Talk. Er hat leider zu große Locations gebucht. Ich glaube, im Grunde genommen waren das gar nicht zu große Locations, aber diese ganzen Interviews, die runtergenommenen Songs, wie er sich, also die Promophase, die war halt so, so schlecht, dass sich da so wenig Leute nur Tickets geholt haben. Also sagen wir mal in die Mercedes-Benz-Arena, wo der gestern in Berlin war, würden so 10.000 reinpassen, dann waren halt so 3.000 da oder 4. Also die haben schon die Oberränge zugemacht und es war, die Bühne wurde, erstmal war die hinten, dann wurde die sogar in die Mitte verlegt, damit noch weniger, damit die Leute noch mehr gestaut werden. Also die Bilder sind ganz cool geworden, aber man muss leider sagen, viel zu groß die Location, Auslastung glaube ich bei so 30% oder so, was immer noch geil ist, sind immer noch ein paar tausend Menschen, aber glaube nicht das, was sie sich vorgestellt haben und auch nicht das, was ihm eigentlich, was eigentlich würdig wäre, weil ein Shindy zur Hochzeit mit dem Hype, ohne dieses selber ins Knie schießt mit scheiß Interviews, 2 unfassbar wacke Interviews geben, wo keine Fragen beantwortet werden
und dann das dritte drehen und dann irgendwie sagen, ja, nee, kann doch nicht rauskommen. Das hat, glaube ich, ein paar Leute abgeschreckt. Genau, deswegen, die Tour wird auf jeden Fall hart. Köln wurde auch schon verschoben. Ich wäre trotzdem gestern hingegangen, wenn ich nicht selber ein Battle gehabt hätte, weil ich ihn halt feier. Aber da merkt man, also Ticketverkäufe sind selbst für einen der besten Rapper Deutschlands mit einer stabilen Fanbase nicht so einfach momentan. Da wäre es auf jeden Fall cleverer gewesen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine 2000er Location ausverkauft hätte. Er ist schon der Star, finde ich. Für mich ist er ein Arena-Star, aber wie gesagt, du kannst dir halt keine Fehler erlauben und das waren halt zu viele große Fehler, als dass sich das nicht in den Verkäufen irgendwie niederschlägt. Ja, es ist ein bisschen stressig, es gibt immer ein bisschen was zu tun. Aber Bühnenbild war auch anormal, Alter. Der sah wieder aus wie eine Eins. Bühnenbild war krass und ich glaube, als sie gemerkt haben, dass auch nicht so viele Tickets weggehen, haben die vorher nochmal angekündigt, okay, es kommt ein Special Guest, dann kam Shirin, dann gab es noch so einen Post mit, hey, ich habe noch Gästeliste für Shindy, wer will, kann mir schreiben. Das war auf jeden Fall eine Unlimited Gästeliste. Ja, und wahrscheinlich noch gehofft, dass durch Shirin noch ein paar Leute kommen. Wie gesagt, sah geil aus, aber glaube ich nicht das, was die sich vorgestellt haben. Sachen laufen dann doch nicht so, wie sie geplant waren, aber eigentlich bin ich happy, dass ich die Tour endlich spielen darf. Ich habe ja schon selber fast nicht mehr dran geglaubt, dass wir noch auf Tour gehen. Aber umso glücklicher bin ich, dass es jetzt dann endlich losgeht. Bist du happy mit allem, wie es aussieht? Weißt du, ehrlich gesagt hatte ich bis heute Morgen noch miesen Ärger und Stress mit dem Bühnenbild und ob das alles jetzt noch so hinhaut. Wie viele Tage vor Show hattest du gesagt? Fünf. Aber ich bin zuversichtlich, dass alles schön aussehen wird am Samstag und wir dann einen unvergesslichen Abend verbringen. Ich habe natürlich versucht, irgendwie was zu machen, was ich einen unvergesslichen Abend verbringen. Sind da so kleine Cuts drin, oder was? Warum? Alles schön aussehen wird am Samstag und wir... Und ich unvergesslichen Abend verbringen. Oder bin ich doof? Dann unvergesslichen Abend verbringen. Ich habe natürlich versucht, warum? Irgendwie was zu machen, was ich jetzt zumindest in... Ist das so, ich bin 40, ich bin Boomer des Grauens. Ist das so ein neuer Style, dass so Videos, keine Ahnung, eine andere Dynamik haben? Oder ist das, keine Ahnung, oder haben die da wirklich einen Cut gemacht, weil das ist doch derselbe Satz, oder? Deutschland oder Europa oder in Rap noch nicht gesehen habe. Aber ich habe jetzt nicht so übertrieben. Das ist schon alles noch im Rahmen, meiner Meinung nach. Ich freue mich. Ich hoffe, du feierst mein Bühnenbild genauso, wie ich dein Studio hier feiere dann am Samstag. Safe. Aber das Level ist hoch. Ich sag's euch, wie es ist. Das Studio ist so kalt. Das Studio ist richtig kalt. Also klar, es soll ein bisschen Wärme ausstrahlen, aber ich finde das wirklich zu klinisch. Ich finde das gar nicht. Genauso wie ich dein Studio hier. Ich weiß nicht, ich sehe da nicht zwei, also ich, in so einem Surrounding will ich ja nicht zwei Rapper sehen, die da irgendwie sich gegenseitig für ihre Outfits feiern, sondern keine Ahnung, da sitzt Oprah Winfrey mit, keine Ahnung, drei übergepflegten, erfolgreichen weißen oder schwarzen Empowerment-Frauen, die da eigene Firmen haben und sich dann mit Publikum aber auch. Ich finde das, also es ist natürlich nicht geschmacklos, aber ich finde das, es passt nicht zu dem Format, finde ich. Wir feiern dann am Samstag. Safe. Aber das Level ist hoch. Ich sag's euch, wie es ist. Das Level ist hoch. Level ist heavy. Ich glaube, einige Leute haben sich damals auch bei uns gefragt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich glaube, ja, das muss Beef Club am Kudamm gewesen sein, oder? War das das erste Mal? Ich weiß nicht. Sollen wir über den Abend auch reden? Oder war das einfach nur, soll ich so sehr, können wir ins Detail gehen? Also du kannst alles auf jeden Fall sagen. Ich weiß noch, auf jeden Fall war es irgendwann im Winter und ich glaube, ich hatte gerade mein Album abgegeben. Damals hatte mich Arafat gebeten, ob wir uns doch nicht alle mal treffen wollen, mit dir und mit Taban. Und alle war dann von unserer Seite aus halt Arafat und ich und noch so 8 Leute ungefähr, die in so einem Restaurant an den Tischen um uns herum saßen. Ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich kann mich... Ist das wirklich nur seine Heiserkeit oder versucht er auch... Ich meine, im Interview mit dem Langweiler, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, irgendwann mit Wen, ne? Van de Wen oder irgendwie so. Der hat schon, also wenn man alte Interviews von ihm sieht, man hat schon das Gefühl, er hat seine Art zu ändern geredet. Wow. Der hat seine Art zu ändern geredet. Ja, kann man auch mal so stehen lassen. Ich mich ganz kurz mal selbst. Gefickt, Alter. Seine Art zu reden geändert,
Weil früher war der noch so ein bisschen, der war immer schon auf cool, aber ein bisschen mehr Energie gehabt, auch ein bisschen mehr gelacht. Und jetzt ist einfach dieses aufgesetzte, also es kommt mir so rüber, dieses aufgesetzte, laidback-mäßige. Das ist halt so, ich weiß nicht, Alter. Also kein normaler Mensch ändert ja seine Art zu reden. Man ändert die Worte, die man wählt. Oder vielleicht, keine Ahnung, man flucht nicht mehr so viel oder man drückt sich ein bisschen gewählter aus. Aber man redet doch eigentlich immer gleich. Entweder man versucht das irgendwie zwanghaft so nach dem Motto, naja, ich find's jetzt. Also früher habe ich, guck mal, weil früher war es so, wir waren da im Café und dann kamen die Leute vorbei, Arafat war hier, eine Kippe geraucht, Marlboro, hab meine roten Schuhe angehabt, Tolle nach hinten, ich bin Hip-Hop, Rap, Alfred Hitchcock und 7 Jahre später ist so, also ich weiß nicht, wovon ich, also man muss auch gucken. Ich weiß nicht, wie es ist. Das ist, es hört sich sehr, sehr gekünstelt an. Ich weiß nicht, ob es an dem Dingsbums liegt, an der Heiserkeit liegt, aber ich meine, im Interview mit dem Wen wäre das auch schon so gewesen. Extra laid back, extra. Und das Ding ist, es gibt Leute, die reden so. Baby zum Beispiel. Hier der Mentor von Lil Wayne. Dicker, der redet. Yeah, I was going here. I was popping. So was you. Du denkst dir so, hä? Aber das passt so geil. Und du weißt einfach, der ist das. Also du meinst zu wissen, der ist das. Das ist, kommt maximal, gebt euch mal bitte Baby beim Breakfast Club, was der da mit Charlemagne macht. Hier, das ist doch der hier, put some respect on my name. All three, y'all. Aber wenn der normal redet, ist das wirklich nur so, nur mit, und man hat das Gefühl, Shindy versucht das auch. Aber das ist so, redet doch. Wir sind immer noch Deutsche, so redet hier keiner. Kein Deutscher ist auch so cool. Und wenn du Halbgrieche bist, keiner ist so cool hier in diesem Land, dass der so reden kann, ohne dass es lächerlich klingt. Sei mir nicht böse, ey. Können wir am Abend auch. Sehr gut daran erinnern. Aber ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr genau, was Ob wir wir da so geredet geredet haben haben? oder so, oder? Haben wir da überhaupt geredet? Ich weiß es nicht. Also ich kann mich an verrückte Stories jetzt erinnern, die an dem Abend ausgepackt wurden, aber die kamen definitiv nicht von dir, auch nicht von mir. Also so wirklich kennengelernt haben wir uns da jetzt nicht, oder? Nee. Ja, warum redet ihr dann über den Abend? Was ist denn jetzt so lustig da? Also kurz gesagt, ich glaube, wir haben kein Wort miteinander geredet, oder? Ja, ich, hä? Ihr habt doch gerade über den, wollt ihr nicht über den Abend erzählen, wo ihr euch kennengelernt habt? Ich weiß gar nicht, woran es lag. Also an mir lag es nicht, ich glaube an dir auch nicht. Ich glaube, es waren einfach so die äußeren Umstände, sag ich mal. Oh mein Gott. Das war auf jeden Fall unser allererstes Treffen. Also wir haben uns gesehen, aber ich wusste danach gar nichts Ja, mehr. Es hat, absolut nicht, ne. nee, wir haben eigentlich keinen richtigen ersten Eindruck von dem ersten Moment, bei dem wir uns getroffen haben. Das ist echt crazy. Es geht jetzt 6 Minuten 21 und es wurde original noch nichts. Es gibt keinen Gesprächsfluss. Es gibt sehr, sehr zäh. Sehr, sehr zäh. Ich finde auch, also ich mag Shirin David, ne? Und ich halte die für eine ganz nette. Aber die ist jetzt auch keine Gesprächsführerin so. Setzt da doch irgendeinen coolen Typen hin. Wisst ihr, wenn ich vor, wer wirklich, und ich halte mich ja selber auch für einen guten Interviewer und habe interessante Interviews gemacht, auch ein bisschen anders. Aber wen ich überragend finde, ist der. Oh, scheiße, wie heißt der nochmal? Macht der Deutschrap ideal? So ein Halbschwarzer mit so einem Pferdeschwanz, der hat letztes Mal, ja, ich weiß. Der hat letztes Mal, wen hat der interviewt? Azad. Wie heißt der Kollege, der Azad interviewt hat? Der ist so ein, boah, der führt Interviews zur Perfektion. Super Knowledge, super Wording, geile Atmosphäre, geile Fragen. Fängt ab, lässt ausreden. Also nach meinem Empfinden ist er ein unfassbar guter Interviewer. Setzt doch so jemanden dahin und lasst den das begleiten irgendwie. Ein bisschen. Weil das ist wirklich zäh. Ist ganz schwierig anzugucken. Und wenn ich mir überlege, dass das 1 Stunde 4 geht, wir skippen gleich nochmal ein bisschen. Aber Junge. Aber ich glaube, wir haben einen Eindruck nach den ersten 3 Tagen Studioarbeit. Sowas, ja, das würde ich auch sagen, nach den ersten 2, 3 Tagen. Waren auf jeden Fall auch schon. Ihr wisst, was ich meine, ne? Sowas, ja, sowas. Also wenn ich heiser wäre, ich bin auch selber ein bisschen heiser vom ganzen Üben und gestern Abend noch gebettelt. Ja, also, sei mich böse, aber ja, würde ich auch sagen. Also, würde ich auch sagen.
Arbeit. Sowas, ja, das würde ich auch sagen. Sowas, ja, das würde ich auch sagen. Ja, es ist halt so, ich darf halt nichts, aber was du verstehen musst, ist, je mehr man sich anstrengt, was zu sagen, desto uncooler ist es halt. Also, ich bin halt laid back und je mehr Effort ich in mein Voicing gebe, desto uncooler ist es halt. Deswegen rede ich ein bisschen mehr. Sandmann, lieber Sandmann. Shindy, bringst du kurz die Kinder zum Schlafen hier? Ja, also, es war einmal ein Fuchs und eine Gans. Und ich, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib mir ja. Nach den ersten 2-3 Tagen waren auf jeden Fall auch schon so Extremsituationen dabei. Ja, safe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, es war ganz am Anfang, als du gekommen bist. Hey, du willst einfach so diesen Mikrofonständer nehmen und den nach vorne schieben. Mach den Mikrofonständer direkt, mach dem in die Fresse rein. Boah, dieses leise, ey. Gefordert hast und ich glaube, du warst irgendwie heiser und hast so ein, zwei Töne nicht getroffen, war jetzt auch nicht schlimm. Ich glaube, die meisten Leute da im Studio haben es nicht gemerkt. Da musst du so genau hinhören. Ja, und wir haben dich so durch diese Glasscheibe da beobachtet und eigentlich war auch alles entspannt und plötzlich bist du dann einfach rausgestürmt und alle dachten sich so, ah, okay, sie geht bestimmt sich kurz frisch machen oder so. Und irgendwie nach ein paar Minuten kamst du nicht zurück und dann wurde irgendwie ich auserkoren. Wie erzählt der bitte eine Story? Stell mal vor, dem passiert was Krasses. Wenn du so bist, kannst du ja nie ausrasten. Aber manchmal kannst du ja auch nichts dagegen machen. Kennt ihr das, wenn so, ihr seht Leute, bevor die euch sehen und dann wisst ihr, gleich sehen die euch, weil die sich umdrehen und dann kannst du in den ersten Sekunden so sehen, freuen die sich oder freuen die sich nicht? Lächeln die, was die erste instinktive Handlung? Und der ist ja auch ein Mensch, der hat ja sowas auch. Also wenn jetzt irgendwas Krasses passiert, wo er sich dann, wo er nochmal, also keine Ahnung was, Alter, das hast du schon gehört, wir haben den Vertrag aufgelöst, du bist jetzt wieder frei. Okay, so. Ist cool, ja, ja, Mann, ist geil. Griechenland ist Europameister, ja! Charisteas, Efranis, Otto Rehagel, ist cool, ja. Wo ist die Begeisterung, Alter? Erzähl doch mal mit ein bisschen. Was ist denn Elan hier, Junge? Was ist denn? Du bist doch ein Mensch, Junge. Was sind denn die Emotions? Boah, nach dir schauen zu gehen. Und dann wurde irgendwie ich auserkoren, nach dir schauen zu gehen. Crazy lustig bis jetzt. Warum auch immer die Wahl auf mich gefallen ist, das war, glaube ich, nicht so klug, aber ich kann mich noch erinnern, ich habe dann die Tür aufgemacht und dann saßst du da irgendwie unter Tränen, wenn ich das einfach mal so frei erzählen darf. Someone's in my business. Und ich war völlig überfordert mit diesem Anblick und mit der Situation und mit allem. Hast du noch nie jemanden getröstet, der gerade geheult hat? Oder heult? Eher nicht? Also außer meine Kids? Ich glaube damals nicht. Das ist jetzt aber nicht so cool, ne? Also eigentlich, also ich weiß nicht, wenn einer von euch, der in den Kommentaren ist, also ich hoffe, ihr seid nicht zu viele Minderjährige, euch würde ich da ausklammern, weil, weiß ich nicht, mit 14 muss man jetzt noch nicht so viele Leute getröstet haben, aber jeder erwachsene Mensch hat doch schon Leute getröstet. Nur seine Kinder, der ist jetzt 36, das Kind ist, der hat also 30 Jahre lang, hat er niemanden getröstet. Keine Mama, kein Papa, keine Freunde, keine Freundin. Wisst ihr warum? Weil in seiner Gegenwart heult ja auch keiner. Weil es ist Shindy. Alter, das ist ja nur Freude und Begeisterung. Also ist ja klar, warum sollte denn da auch einer heulen? Und die, die heulen, sind ja dann Fans und die braucht man auch nicht trösten. Mein Fehler. Doch, damals hatte ich nur Nico. Ja. Ist halt, wir kannten uns auch noch nicht so richtig und irgendwie wusste ich auch nicht, ob ich echt jetzt der richtige Typ bin in der Situation, da so hilflos vor dir zu stehen. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, danach war echt alles aufgelockert. Ja, ich glaube, danach war auf jeden Fall das Eis gebrochen. Ich glaube, wenn man vor jemanden heult, den man 3 Tage kennt, ja, ist auf jeden Fall eine Extremsituation, wie du gerade gesagt hast. Es war auch irgendwie cute, muss man sagen. Ich war auf jeden Fall... Es war auch irgendwie cute.
Ich hab die Töne nicht getroffen. Ich glaube, ich kann gar nicht rappen. Das ist schon. Das ist irgendwie. Das ist irgendwie cute, ey. Sehr, sehr aufgeregt, weil ich bin da reingekommen. Da sitzen Shindy, Ozzy und Lars in diesem Studio. Ich hatte nicht mal meine erste Single draußen, das war 2018. Und ich gehe da rein und sage, ja, rap mal was. Oder flow mal ein bisschen. Und ich, boah, voll unfair im Nachhinein. Nein, also ich meine, eigentlich ist das doch richtig. Wir wollten nicht ins kalte Wasser schmeißen. Ja, ich finde es auch okay. Ja. Weil vor allem, man muss sich auch hören, wie sich jemand anhört. Ich glaube, du hattest vorher noch... Außer eine Sache, die ich, also außer du liest nicht, was draußen war. Ich weiß nicht, ob du es damals gehört hast. Doch, aber hatte ich. Ja. Ja? Ja. Ich finde, die hätten Lars zu Shirin gehen sollen. Gehen lassen sollen. Weil der hätte dir auf jeden Fall trösten können. Lars, hast du schon mal jemanden getröstet, der geheult hat? Alle Labels, wo ich war, nach den Releases. Aber ich glaube, man weiß ja sonst gar nicht, wie jemand sich anhört. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall richtig. Aber ich musste mich natürlich beweisen. Ja, bei Shindy, Ozzy und Lars. Du warst voll gut, alle waren voll beeindruckt, ohne Spaß jetzt. Ich kann mich noch erinnern, alle waren voll beeindruckt. Oh, oh, also die Fliege. Kann man, Assistenz? Oh, jemand die Fliege? Jemand die Fliege wegmachen? Wer hat diese Fliege eingeladen? Weil sie war nicht eingeladen. Sonst haben wir heute auch einen Special Guest, Senior Fliege. Ich habe danach eine Story gehört, ein Jahr später, nachdem das passiert war. Ja. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesteckt hat, dass du danach auf jeden Fall im Studio von all deinen Jungs Shindy Schulter genannt worden bist. Nachdem ich dich da versucht habe zu trösten. Wir waren gerade extrem nett zueinander und deswegen wird es Zeit für ein neues Spiel aller Stress ohne Grund. Okay. Dis, Marry, Kill. Okay. Let's go. Wie funktioniert dieses Spiel? Also ich zeig dir alternativ Luxusgegenstände oder Personen. Es muss so anstrengend sein, die ganze Zeit so gelangweilt und cool zu wirken. Boy, das muss so anstrengend sein. Personen, bei denen du dich jeweils für Dis, Marry oder Kill entscheiden musst. Ich gebe meine Meinung natürlich auch preis. Ach so, okay, geil. Da machen wir auch mit. Wir spielen zwei Runden. Und in der zweiten stellst du mir die Fragen. Okay, nice. Also, ich gebe jetzt deine drei Personen durch. Mhm. Dis, Marry, Kill. Van Raab, der neue Moderator von TV Total und Kapi. Boah. Dis, Marry, Kill. Stefan Raab, Marry, Kapital, Dis, Puff, Puff, Kill. Oder? Kapital dissen, weil wir haben jetzt gesehen, gegen Bushido war nicht so doll. Und Fame, also Aufmerksamkeit. Stefan Raab ist der solideste, Multi-Millionär und der Puff-Puff ist halt, ja, der Puff-Puff, ne? Nicht so lustig. Also Mary auf jeden Fall, Stefan Raab, das ist indiskutabel. Mhm. Was gibt's noch? Diss und Kill? Mhm. Warum habt ihr den neuen Moderator von TV Total? Hat der keinen Namen? Ich wusste nur, es ist der neue Moderator von TV Total, aber ich kannte seinen Namen keiner nicht. Keiner kennt ihn. Eigentlich nicht. Der Arme. Also. Ja, wer hat die dann ausgesucht für das Quiz? Also, da würde ich sagen Kill, oder wenn das Ding einfach schon so tot ist, so, dass keiner den Namen weiß. Und bei Dissen Kapi, weil ich bin krasser. Bra. Deine drei. Okay. Das ist also das Humor-Level. Da fehlt ja nur noch Leon Lovelock. Crazy Imitation auch. Shirin ist auch gar nicht, also das macht die auch irgendwie süß und menschlich, ne? Dieses ein bisschen überfordert sein und nervös sein und dann einfach aus Nervosität sich kaputt lachen bei etwas, was nicht lustig ist. So, dass keiner den Namen weiß. Und bei Dissen Kapi, weil ich bin krasser. Bra. Deine drei Personen sind Captain Busche. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass damit Bushido gemeint ist. Helene Fischer. Und, oh je, ich werde mich gleich blamieren. Luis Rubiales. Ah, geil, das ist der, der die spanische Frau da abgeknutscht hat. Der Macho. Das ist auch super einfach. Helene Mary, Luis Rubiales Kill und Bushido Dis. Da brauche ich jetzt auch gar nicht. Period. In deiner Schrift, oder? Idee. Hast du vielleicht eine Ahnung? Zusammen. Aber woher der Name kommt, weiß ich nicht. Hast du ihn dir überlegt? Ob ich mir den Namen ausgedacht habe? Ich glaube, selbst wenn, würde ich, wüsste ich das jetzt gar nicht mehr. Also was heißt, was ist damit gemeint? Könnte es auch sein, dass die beiden vorher übelst gekifft haben? Ich meine, ich bin selber, ich war noch nie stoned.
Aber so stelle ich mir das, also so stelle ich mir die. Macht das Sinn? Dann wüsste ich das jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, selbst wenn, wüsste ich das jetzt gar nicht mehr. Es könnte einfach sein, oder? Wenn man sich jetzt vorstellt, vor 7 Minuten haben die übelste Lunte angeschmissen und sitzen dann einfach so da. Woher der Name kommt, weiß ich nicht. Hast du ihn dir überlegt? Ob ich mir den Namen ausgedacht habe? Ich glaube, selbst oder? Wenn, wüsste ich das jetzt gar nicht mehr. Stellt euch mal vor, ich würde meine Sachen hier noch skripten, ey. Alles Freestyle. Also was heißt, was ist damit gemeint, dass es an seinem Aquaristik-Fach handelt? Ich weiß nicht. Achso, der Name war gar nicht von dir. Sag ich ja, ich wäre selbst wenn kein dieser Gesprächsflow. Könnte sein. Also es kann sein, dass es von mir ist. Wenn ja, dann weiß ich leider nicht mehr, wie und wann und wo. Aber ich Helene Fischer, weil ich Helene als Baddie mache. Ich weiß nicht, Helene, aber ich Icon Auswahl ist, glaube ich, auch offensichtlich. Habt ihr gesagt oder was? Mhm. War schlimm, was hat er gesagt? Achso, nee. Was war das? Dumme Frage, egal. Okay, ja, Captain Busch. Warum war das eine Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, auch noch nie so einen Diss bekommen, der mir so richtig unangenehm. Wehgetan hat? Ja. Doch, es gibt. Doch, das kann ich hier nicht reinschneiden, aber. Ja. Kriegt auf jeden Fall eine Bombe. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Reinschneiden, aber. Ja. Kriegt auf jeden Fall. Albo? Willst du Lippen lesen? Albo? Boah, kriegt eine Bombe. Wer war das? Ja. Doch, es gibt. Doch, das kann ich hier nicht reinschneiden, aber. Ja. Kriegt auf Almo, Albo, irgendwie sowas, ne? Almo, Albo, wer kann das sein? Schreibt mal bitte in den Chat. Auf jeden Fall eine Bombe. Ich guck nochmal ganz kurz. Doch, das kann ich hier nicht reinschneiden, aber ja. Kriegt auch. Almo, irgendwas mit M, ne? Amo, Elmo. Auf jeden Fall eine Bombe. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, es war ja immer so Zweckdisses bei mir, weißt du, es war jetzt nicht Hauptsache auch... Hauptsache für die Aufmerksamkeit halt. So, ja. Safe, deswegen, und das Ding ist auch, ich kenne die meisten auch gar nicht persönlich, deswegen war es immer so, ja, okay, du hast mich jetzt gedisst, und jetzt kriegst du ein paar Kommentare. Und am Ende... Ey, die ficken hier wirklich meine Soundstation, Alter. Kann da mal einer die Mikros aufdrehen? Hallo? Ist ja auch nichts. Mhm. Keiner interessiert sich ja für dich. Flüstern die sich da behindert gegenseitig. Ja, Luis Rubiales würde ich auf jeden Fall mies killen. Hier, yeah, es ist alles so. Oh, you wanna talk dirty. So nett zu einem Dirty Talk, ehrlich gesagt. Es ist alles so. Oh, you wanna sagst, talk wir sind dirty. So nett zueinander die ganze Zeit. Ich glaube, die Leute interessieren sich auch schon irgendwie ein bisschen dafür. Wie es dazu kam, dass du irgendwie so 15 Minuten lang in einer Insta-Story gegen mich gerantet hast. Das ist so unangenehm. Aber man will dabei bleiben, ne? Leicht. Schon auch ein Thema, wofür die Leute sich interessieren. Meinst du, wir streiten uns danach, wenn wir jetzt drüber reden? Wenn ja, dann klärt Taban irgendwann schon. Ich wollte gerade sagen, wie kriegt die Dose auf, aber die hat keine Fingernägel drauf. Okay. Cheers. Ich find aber Dirty übrigens lecker. Am liebsten mag ich Peach und Blueberry. Ich bin nicht hier, um mich zu streiten. Cheers. Und ehrlich gesagt, weiß ich... Ja, trink du doch auch mal einen Schluck davon, Dirty. Doch alles gar nicht mehr so genau. Weiß nicht, wie genau du dich noch an alles erinnerst. Nicht, dass du jetzt gleich hier... Hast du dir denn... so eine Liste mit Argumenten und so eine ganze... Hast du dir denn das Video angeguckt? Dein Rant-Video? Ja. Nein, bis heute nicht. Ich glaube, wenn ich das angeschaut hätte, wäre ich heute nicht hier. Aber du hast ja irgendwas mitbekommen aus diesem Video, was dir anscheinend nicht so gut gefallen hat. Ich call Bullshit sofort. Der hat mit der eine Kollabo gemacht. Erfalte, oh mein Gott. Puppy Pop Cruise mit Zitz Drop Top. Die hat dem diese die Hook da gesungen. Dann gab's Streit, nicht clearen, pipapo. Dann macht die ein Rant-Video gegen den. Und er steht da so drüber und sagt, nee, guck ich mir gar nicht an. Nie im Leben. Shirin ist da viel zu groß für und die haben sich vorher viel zu gut gekannt. Ich call Bullshit. Sonst hättest du es ja nicht angeguckt. Aber es ist natürlich cool zu sagen. Ich weiß nicht, wie mein Kontostand ist. Frag mir hier den Ampelmann dahin. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich frage mir, kann ich mir das leisten? Der sagt, ja, du kannst dir das leisten. Würde ich so feiern, wenn er sagt, Shindy, wir haben nur noch 200 Euro für diesen Monat, weil das Bühnenbild war übelst teuer und es waren nur 3000 Leute bei der Tour. Wir müssen da ein bisschen runterschrauben. Vielleicht verkaufst du die Uhr oder so. Ich weiß tatsächlich kaum Details. Ich weiß nur, es war ein harter Rant gegen mich. Wie hast du es mitbekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich war ich gerade im Studio. Ich weiß, das kam einfach so tagsüber. Das war nicht nachts oder so. Du warst irgendwie im Auto oder so, glaube ich. Oder? War das in einem Auto? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie ich... Denkst du,
dass wenn du es dir angeguckt hättest, dass wir vielleicht jetzt heute nicht hier sitzen würden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Sachen gesagt, die ich einfach nie verzeihen könnte, weil ich... Aber das will man nicht wissen, ne? Nö. Bin schon sehr... Farmen, hast du mir irgendwann ein paar Tage später, kann auf Falterbach bitte meine nächste Single werden, geschrieben. Ja, ja. Das weiß ich noch. Und ich habe noch mit Leuten rumdiskutiert, die meinten, nee, das kannst du auf gar keinen Fall als Single machen. Und so. Ehrlich? So, krass. Seid ihr geisteskrank? Ja, mit wem hast du diskutiert? Nein, ich sag... Sehr gut. Jetzt hat sie es auch gespürt. Wir hören doch gleich auf. Jetzt hat sie es auch gespürt. Unbewusst spürt die, wie leise, die da die ganze, diese leise Faselei. Das ist wie bei Twitch, wenn die sich da in den Ohren lecken. Wie heißt das nochmal? Almeres, Asmres, Arsm. Das ist das, dieses, boah, ist das ein Gefasel, Alter. Boah! Ich habe noch mit Leuten rumdiskutiert. Das wäre ein super, das wäre wirklich ein super. Kennt ihr die Leute, die immer rausgehen müssen und sich boxen müssen und so? Das wäre ein super Test, nicht auszurasten. Guck dir das Ding eine Stunde an und werd nicht aggressiv. Dann bist du geheilt auf jeden Fall. Weil ich gehe gleich auf jeden Fall raus und spuck irgendjemand an. Weil boxen kann ich mich nicht. Die meinten, nee, das kannst du auf gar keinen Fall als. Hey, das kannst du auf gar keinen Fall. Single machen und so. Ehrlich, so, krass. Seid ihr geisteskrank? Seid ihr geisteskrank oder was ist das? Man redet doch mal laut, ey. Laut. Komm. Wer? Mit wem hast du das gut? Nein, ich sag nicht, weil du kennst. Ja. Kennst die Person auch. Okay, aber das musst du mir nachher erzählen. Ja, ich erzähl dir nach. Okay. Aber ich will jetzt auch niemanden hier anschätzen. Ja, jedenfalls wurde mir von Leuten echt so, hey, das solltest du nicht machen. Okay, halten wir fest. Gesprächsführung ist nicht ihrs. Er ist kein guter Interviewgast, weil zu cool für die Welt oder zu heiser fürs Universum, keine Ahnung. Ja, es ist ultra unangenehmes Format. Also nicht ein Format, man könnte das, glaube ich, geil machen. Wie gesagt, setz diesen Profi dahin. Aria ist auch ein 10 von 10 Interviewer, finde ich. Aria oder der Typ von Deutschrap Ideal heißt das hoffentlich. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Diese Leute sollten das interviewen, lass da zwei sitzen, Shirin ist ein bisschen Sidekick, da kommt noch ein Gast dazu, aber das ist unerträglich. Das ist für mich nur erträglich, weil ich halt auch schadenfroh bin, ich bin halt ein Comedian, ich kann da ein bisschen was draus zaubern, Freestyle, um mich aufregen. Aber das eben, ich habe eben davon 2 Minuten geguckt, jetzt sind wir bei, weiß nicht, ach nee, wir haben jetzt auch nicht so viel, weiß nicht, 10 Minuten netto oder so geguckt von dem Ding. Das macht wirklich hart aggressiv, auf jeden Fall halten wir fest, Shirins Kleid ist anormal, Shirins Body ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, die ist maximal gepflegt. Maximal gepflegt. Ich glaube, das letzte Mal hatte die Stoppeln wahrscheinlich mit 17. Beinstoppeln natürlich. Haare sind natürlich ein bisschen verkackt so, aber die ist ein süßes Mädchen. Ich mag die, die ist sympathisch. Und Shindy ist halt ein unsäglicher Interviewpartner auf jeden Fall. Ich würde mir so gern mal ein Interview mit Shindy wünschen. Irgendwie kann man den schon aus der Reserve locken. Aber wenn halt deine Agenda ist, der laid-backste, coolste, non-emotional Dude auf dem Planeten zu sein, dann ist es halt auch schwer. Aber eine lustige Vorstellung wäre es auf jeden Fall. Also, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu aggressiv. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Mal lachen, weil darum geht es mir in erster Linie, euch ein bisschen zu entertainen. Nee, in zweiter Linie. In erster Linie muss ich ja mit Geld verdienen. Und genau, wenn ihr ein paar Mal lachen konntet, wenn euch der Humor gefällt, checkt auf jeden Fall Eventim die Karten ab. Ich habe jetzt noch 4 Dates für meine Solo-Tour. Danach ist die vorbei. Bin jetzt noch in Wien, in Zürich, in Hamburg und in Köln. Genau, checkt Eventim ab. Samuel Sibilski, übertreibt nicht. Ich bin raus.